Sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen am heutigen Donnerstagabend hier im Stiftersaal des Weihrauch-Richards-Museums und der Fondation Corbus. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Denn Sie und uns erwartet heute ganz ohne Frage ein besonderer, ein spannender Vortrag, denn zu uns aus Berlin ist gekommen der Autor und Schriftsteller Simon Elson, der im Jahr 2016, die, man mag das kaum glauben, erste Biografie des eminenten Kunsthistorikers und Museumsmannes Max J. Friedländer verfasst hat. Ein ungemein lesens und daher auch empfehlenswertes Buch, das unter dem Titel Der Kunstkenner den bindungsreichen Lebensweg und die großen Verdienste Friedländers vor Augen stellt. Friedländer, der in Berlin jahrzehntelang neben und mit Wilhelm von Bode die Sammlungen des Kupferstichkabinetts und der Gemäldegalerie mehrte und damit auch deren großen Ruhm. Denn ein unbestechliches Auge führte ihn zu zahlreichen kapitalen Erwerbungen für die Berliner Sammlungen, die ohne Friedländer gewiss nicht das wären, was sie heute sind. Und viele seiner kennerschaftlichen Zuschreibungen haben heute, nach vielen, vielen Jahrzehnten, noch stets Bestand. Was weniger bekannt ist, für einen ganz kurzen Moment streifte Friedländer als junger Mann auch Köln und dieses Museum als Assistent in der grafischen Sammlung, weshalb wir in diesem Jahr 2021 an ihn erinnern wollen. Wir tun dies im Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wir haben bereits über Luise Strauß-Ernst gehört und werden in der kommenden Woche über Walter Cohen hören, zwei weitere bedeutende jüdische Fachkolleginnen bzw. Kollegen, die gleichfalls für kurze Zeit am Weihrauch-Richards-Museum tätig waren und an die wir gleichfalls erinnern wollen. Sie alle erlitten die Verfolgung des nationalsozialistischen Regimes. Luise Strauß-Ernst und Walter Cohen wurden in Auschwitz bzw. in Dachau ermordet. Max J. Friedländer entging der Deportation, emigrierte, und wir werden davon sicher gleich hören, und überlebte in Amsterdam, wo er 1958 im Alter von 91 Jahren starb. In literarisch lebendigen Skizzen beschreibt Simon Elson in seinem Buch das Leben Friedländers. Ein Leben zwischen Museumsarbeit und Kunstmarkt, zwischen preußischem Beamtentum und feinsinniger wie freisinniger Kunstschriftstellerei, zwischen Erfolg, Verfolgung und Emigration. Lieber Simon Elson, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind und uns an Max J. Friedländer erinnern und dies unter dem Titel Streng, liberal, konservativ, radikal, die Welt des jüdisch-preußischen Kunstkenners und Museumsdirektors Max J. Friedländer. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Legiert und Frau Zizelski, und dem Freundeskreis möchte ich auch gerne danken für die Einladung. Das ist sehr toll. Ich habe gleich eine kleine Änderung vorgenommen. Der Titel ist jetzt gar nicht mehr der, der da steht, weil er natürlich so lang ist und so akademisch. Der neue Titel meiner Vortragslesung ist jetzt also Die Maske des Beamten. Weil ich mein Buch einfach nach langer Zeit auch mal wieder gelesen habe und dann ist mir aufgefallen, dass das vielleicht der günstigere Titel ist. Biografien sind das Pulp Fiction der Geschichtswissenschaft, der Schundroman der Historie, weil sich jeder geschichtlich arbeitende Mensch nämlich entscheiden muss, entweder man beschreibt einen einzelnen Menschen oder eine Epoche. Beides zusammen geht nicht so richtig. Das hat schon der Autor Emil Ludwig, der vor allem historische Bestseller über Napoleon, Goethe und so weiter verfasste, vor mehr als 100 Jahren messerscharf erkannt. Und da sich kaum ein vernünftiger Historiker für den einzelnen Menschen entscheiden würde, ist die Biografie eben schund, schmierig, niederes Fach, weil allzu menschlich. Das Menschliche wiederum ist das einzige Interessante für die meisten Autoren. Man will die Epoche am Einzelnen zeigen oder an ihm scheitern oder abprallen lassen.
Spannenderweise treffen sich formal gesprochen die Epochen und der Mensch ganz stark in den überindividuellen sozialen Funktionen. Max J. Friedländer, geboren 1867 in Berlin, hier zu sehen auf einem Porträt von Rudolf Schulte im Hofe 1907, das hängt in der Kunsthalle Karlsruhe. Friedländer war ein jüdisch-preußischer Kunstmensch, ein ewiger Junggeselle, der so zurückhaltend lebte, dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, er wäre einmal verliebt gewesen oder hätte jemanden geküsst. Dabei sieht er auf dem Gemälde eine Zigarette in der linken Hand ja eigentlich ganz gut aus. Doch als er mit über 60 Jahren einen schweren Autounfall hat, bei dem der Fahrer stirbt, doch er und ein Freund wie durch ein Wunder überleben, notiert er: Es kommt mir merkwürdig vor, diese erstmalige Beschäftigung mit meinem Körper. Ich wiederhole, zu diesem Zeitpunkt war Max Friedländer 60 Jahre alt. Vor allem war dieser Friedländer ein Berliner Museumsdirektor, dabei preußischer Beamter und ein international tätiger und geehrter Kunstkenner. Zwischen 1904 und 1933 ist er insgesamt 22 Jahre in Berlin alleiniger Direktor des Kupferstichkabinetts und gleichzeitig erster oder zweiter Direktor der Gemäldegalerie gewesen. 1927 feiert man seinen 60. Geburtstag in Ideen eines internationalen Kunststars. Er bekommt von Händlern, Sammlern und Freunden einen persönlichen Museumsankaufsfonds von 160.000 Mark gestiftet. Heute wäre das eine knappe Million Euro. Unter den vielen Gratulanten schreibt Walter Hugelshofer in der Neuen Zürcher Zeitung und bringt es am besten auf den Punkt, ich zitiere: Die ganze kunsthistorische Welt wird diesen Tag feiern, denn der Jubilar ist der größte und umfassendste Kenner alter Kunst. Was die Kunstgeschichte, die Museen, die Sammler ihm verdanken, ist noch gar nicht ganz übersehbar. Zitat Ende. Noch 42, da ist Friedländer bereits in niederländischer Emigration, loben britische Kunstkritiker sein in englischer Übersetzung erschienenes Buch von Kunst und Kennerschaft hymnisch, empfehlen Friedländers Feinheit und Klugheit gar als Gegengift zu Adolf Hitler, zum Hitlerism. Ewig bleiben werden sein 14-bändiges Standardwerk Altniederländische Malerei und das eben erwähnte schmale von Kunst und Kennerschaft, ein Kondensat seines ästhetischen Wissens und Wollens. Wer das nicht zu Hause hat, das empfehle ich wirklich für um die 10 Euro antiquarisch. Friedländer von Kunst und Kennerschaft einfach kaufen, lesen, macht immer Sinn. Man hat diesen Mann noch zu Lebzeiten auf eine Stufe mit Albert Einstein oder Sigmund Freud gestellt. Er war bekannt mit Malern wie Liebermann und Munk, mit Henry Goldman, dem Mitbegründer der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs, mit Jakob Goldschmidt, das war einer der wichtigsten Bankiere der Weimarer Republik. Er kennt den flamboyanten, weltreisenden, alleswissenden Harry Graf Kessler, die großen Berliner Mäzene James und Eduard Simon, ich sag nochmal Loffre Tete, die kunsthandelnden Duveen Brothers aus den USA, den Künstler Max Sleevogt, dessen Grafik er erstmals fürs Museum ankauft. Er kennt den niederländischen Privatbankier und Kunstsammler Franz Königs, den aufsteigenden Kunsthistoriker Erwin Panofsky, die wichtige Berliner Kunsthandlung der Kassierers sowieso, aber auch den New Yorker Sammler Henry Clay Frick, den britischen Kunsthistoriker und Museumsmann Kenneth Clark und dessen Lehrer, den Renaissance-Kenner Bernhard Behrensson, eine Art Frenemy Friedländers. Nicht zu vergessen natürlich kennt er Wilhelm von Bode, genannt Bismarck der Berliner Museen, einer der wichtigsten Museumsmänner überhaupt und für Jahrzehnte Friedländers Vorgesetzter. Nun ist Friedländer aber nicht nur Beamter, sondern ein poetischer Kunstschriftsteller, der, wie jeder gute Connoisseur, dem romantischen Glauben treu bleibt, die Persönlichkeit des Künstlers sei für immer in seinen Kunstwerken erkennbar. Als Kunstschriftsteller hat er gekonnt, die Grenze zur Poesie überschritten. Aber was er dabei, wenn auch als Zeichner nicht ganz unbegabt, wirklich gar nicht gewesen oder geworden ist, ist bildender Künstler. Hier sehen wir Zeichnungen, eine Zeichnung aus San Remo, so 1895 rum, die er selber angefertigt hat.
und ein Aquarell, was er seiner geliebten Großmutter Rosalie geschenkt hat, auch so um 1895. Im Hintergrund habe ich gehört, das könnte München sein, ich bin mir nicht sicher. Er hat dort auf jeden Fall unter anderem auch studiert. Wichtiger ist aber, dass er in dieser Zeit, also um 1895, gerade als Assistent von Ludwig Scheibler am Wallraf-Richartz-Museum ist, genauer gesagt von 1894 bis Januar 1895. Hier in Köln sortiert der N20er die Sammlung der Kupferstiche neu, während in Berlin seine Mutter stirbt, sein Vater krank wird. Also man könnte sagen, Friedländer wird jetzt nach seinem Leipziger und eben Münchner Kunstgeschichtsstudium und einer Doktorarbeit über den Künstler Albrecht Altdorfer, er wird hier in Köln wirklich erwachsen. Dabei lernt er auch ein echtes Vorbild kennen, nämlich den Kunstkenner Ludwig Scheibler. Und Friedländer lehnt sich für seine Verhältnisse ziemlich weit aus dem Fenster in einer Beschreibung seiner Kölner Arbeit hier am Museum. Ich zitiere den Friedländer: Ludwig Scheibler ist ein so merkwürdiger Mensch, dass man größere Leiden als die Inventarisierung der hiesigen Kupferstichsammlung Sitvenia Verbro übernehmen könnte, um ihn kennenzulernen. Zitat Ende. Das schreibt Friedländer an einen Kollegen in Berlin. Die Altsprachler unter Ihnen werden jetzt vielleicht denken, aha, ganz schön frech, der junge Mann mit seinem ironischen Latein-Zitat Sitvenia Verbro, entschuldigen Sie den Ausdruck, das sagen die Anführungszeichen der Kölner Kupferstichsammlung, die diesen Namen also in seinen Augen nicht verdient. Damals ist wohl noch nicht einmal klar, ob dafür überhaupt ein eigenes Kabinett eingerichtet werden soll. Friedländer sagt zum Abschluss seiner Arbeit, der leider keine Festanstellung folgt, Zitat, da ich die Inventarisierung aller hier vorhandenen Stiche so weit vorbereitet habe, dass auch ein Nichtfachmann sie nach den von mir aufgestellten Systemen zu Ende führen kann, so kann ich wohl auch ohne Gewissensbisse die Position aufgeben. Zitat Ende. Womöglich basiert auf dieser seiner Lehrlingsarbeit auch heute noch die Ordnung des hiesigen Kabinetts. Das konnte ich nicht ganz genau herausfinden. Ich habe es nochmal versucht. Die Kabinettsdirektorin Frau Buschhoff hat freundlicherweise beim Grafikrestaurator Herr Klinke und der wiederum beim ehemaligen Oberkustos Herr Schimek angefragt. Vielen Dank nochmals. Wir sind aber nicht zu einem Ergebnis gekommen, weil ja, Flutschäden, Wasserschäden. Man kann in jedem Fall, glaube ich, sagen, dass Friedländer für die Kupferstichsammlung hier etwas Maßgebliches angestoßen hat, zumal Scheibler später in einem privaten Brief nach dem Ersten Weltkrieg über seinen Lehrling dann sagt, Herr Friedländer, übrigens waren Sie bei Ihrem Kölner Aufenthalt kein Anfänger mehr. Und das Lehrjahreszeugnis, das der damalige Direktor Algenhofen ihm hier ausstellt, klingt sehr ähnlich. Im Januar 1895 schreibt Algenhofen also, Friedländer habe eine seltene Begabung und Ausbildung für die eigentliche Museumsarbeit. Ich habe Sitvenia Verbro Friedländer frech genannt, in Wirklichkeit ist er das überhaupt nicht. Er ist im Grunde ein langweiliger Mensch, aber in einem ganz berührenden, grandiosen Sinn. Wenn er etwas nicht mag, sagt er meistens, das verstehe ich nicht. Wenn er mal doch direkte Kritik übt, dann oft so scharfsinnig und lustig, dass man sich kaum beleidigt fühlen kann. Zu Erwin Panofskis Dürerbuch flüstert er Freunden ins Ohr, drei Viertel habe ich nicht verstanden und der Rest ist falsch. Seine eigene Zunft, die zuschreibenden Kenner, nimmt er auch aufs Korn. Es hat nur einen Kunstkenner gegeben, der sich nie blamiert hat und der war stumm und konnte nicht schreiben. Sehr schön ist auch sein Seitenhieb gegen die akademischen Kunsthistoriker, die er nicht so gemocht hat. Er hat sich als Kenner sehr überlegen gefühlt und über die sagt er dann, bei vielen dieser Schriftsteller beginnt die Banalität überall dort, wo die Unverständlichkeit aufhört. Das sind zumeist Notizen und Aphorismen für den privaten Gebrauch, vielleicht noch für das private persönliche Gespräch.
Friedländers Zurückhaltung könnte teils auch etwas mit seiner jüdischen Herkunft zu tun haben, denn sie scheint diesen wohl von Natur aus Schüchternen zu einem noch stilleren, noch vorsichtigeren Menschen zu machen. Vor allem, als er dann später in Berlin Museumsdirektor wird und damit preußischer Staatsbeamter. Es gibt damals zwar sehr viele jüdische Berühmtheiten und erfolgreiche Unternehmer, aber nicht viele jüdische Beamte. Denn im Offiziellen mag man diese deutschen Anhänger der mosaischen Konfession, wie man sich damals oft vornehm ausdrückt, nicht so gerne. Drastisches Beispiel: der später durch Maschinengewehrschüsse und eine Handgranate ermordete erste deutsche jüdische Außenminister Walter Rathenau. Aber was heißt hier überhaupt Deutsch? Denn Rathenau wird in den 20ern ermordet und erst die Nationalsozialisten sorgen ab 1934 dafür, dass in jedem Pass dann Deutsch steht. Davor war man eben Schwabe oder Bayern oder wie Friedländer Preuße. Das ist ein Foto um 1904. Das zeigt ihn in, oh pardon, ich habe eine Seite geschaltet. Um 1904 zeigt ihn wohl bei der Arbeit im Berliner Museum. Sehr ordentlicher, intellektueller Mensch, ein bisschen träumerisch sogar, der dann da die Grafik studiert. Das kennt man auf diesem schlechten Foto von mir noch schlechter abfotografiert. Leider nicht so gut, aber in der rechten Hand hat er noch eine Lupe, um das Blatt auch ordentlich zu studieren. Dieser junge Mensch trinkt Bier, wenn überhaupt so vorsichtig wie Champagner. Ein Kneipenwirt oder ein Varieté-Direktor werden nicht zu seinen Freunden gezählt haben im lustigen, lauten Berlin. Nur Zigarren und Zigaretten raucht er exzessiv und er arbeitet exzessiv, reist damals schon durch ganz Europa, um möglichst viele Bilder anschauen zu können. Der irische Kunsthistoriker und Museumsdirektor Thomas Bodkin, als er 1942 die englische Ausgabe von Friedländers Kunst und Kennerschaft rezensiert, stellt fest: He looked at Europe's pictures. Ganz lapidar. Friedländer hat sich die Bilder Europas angeschaut. Und das stimmt auch. Persönlich verklausuliert Friedländer bis ins hohe Alter fast alles. Er schreibt und sagt kaum etwas über sich selbst. Aber man kommt ihm ein bisschen auf die Schliche, wenn man sich anschaut, wie er über die Künstler geschrieben hat. Besonders stark trifft das zu, wenn er über seinen Freund und Zeitgenossen Max Liebermann schreibt, mit dem ihn so viel verbindet. Beide kommen aus jüdisch-preußischem, großbürgerlichem Berliner Hause. Beide haben Lebenswege gewählt, Künstler und Kunsthistoriker, die in bürgerlichen Kreisen oft etwas misstrauisch oder gar abfällig angesehen werden. Das Liebermann-Buch Friedländers hat der Kunsthistoriker Günter Busch sogar als Selbstkommentar bezeichnet, sehr zu Recht. Und da heißt es eben aus Friedländers Feder über Liebermann, Zitat: Liebermanns Vater war Fabrikant, wie fast alle seine Anverwandten Kaufleute oder Fabrikanten waren, tüchtige und erfolgreiche Männer, die auf sich hielten, und der Vater zeichnete sich in diesem Kreise aus durch Unternehmungslust und Ehrgeiz. Aus eigener Kraft aufwärts gestiegen, wertete man in dieser Gesellschaftsschicht die Arbeit nicht nur nach dem geschäftlichen Ergebnis, sondern auch als moralisch geforderte Verpflichtung und trachtete auf dem Boden wirtschaftlicher Sicherheit nach Ansehen. Man setzte seinen Stolz darein, sich durch Makellosigkeit und Gemeinsinn der jungen, nicht allenthalben anerkannten Gleichberechtigung würdig zu erweisen, ohne den Zusammenhang mit der Vergangenheit zu lösen. Die Besten waren streng, weil sie selbst es nicht leicht gehabt hatten, liberal, weil sie auf Duldsamkeit angewiesen waren, konservativ, weil sie Erworbenes zu beschützen hatten und radikal, soweit die Älteren im Lande herrschenden Schichten Zugehörigkeit bestritten. Die seelische Erbschaft von solchen Eltern und Armen spaltete sich, ging in reines Erkennen und reines Schauen über, da nur der eine von den Brüdern, also den Liebermann-Brüdern, das Werk der Väter an praktischer Wirksamkeit fortführte, der andere Gelehrter wurde. Nach
Bei Friedländern in der Familie war das ganz ähnlich. Sein Vater war ein erfolgreicher Bankier, der Onkel war ein Hofjuwelier. Friedländer Juweliere, die in dieser Emanzipationszeit in Preußen stark aufgestiegen sind und ein Vermögen gemacht haben und eben grandiose Handwerker und Geschäftsleute waren. Friedländer hat einen Bruder und Geschwister, also Schwestern, und der Bruder ist halt ins Bankgeschäft gegangen, und dann durfte der komische Max, der schon als Kind am liebsten in der Gemäldegalerie rumgeschleunert ist, der durfte dann Kunsthistoriker. So klug, lavierend, balancierend und vorsichtig, wie er hier schreibt über Liebermann, geht Friedländer auch mit seiner jüdischen Herkunft um. Er verschweigt sie nicht, kann er ja gar nicht, da er in Berlin eine bekannte Figur ist, dort geboren, aufgewachsen und auch hauptsächlich beruflich tätig. Aber in dem Buch zu Liebermann nennt er den Maler nicht ein einziges Mal jüdisch oder Jude. Das ist wirklich auch interessant. Hier im Museum hängt auch ein Liebermann-Bild, Judengasse. Judengasse in Amsterdam, das erwähnen Friedländer auch, da gibt es ja mehrere zu, aber er verwendet sozusagen das Wort Jude nicht auf den beschriebenen Menschen. Er weicht dann auf das Wort Rasse aus, und da merkt man dann schon, dass man jetzt im Moment eigentlich einen neuen Vortrag halten könnte, sehr komplizierten, über den Rassebegriff eben. Das spare ich mir natürlich, bleibe lieber ganz eng bei dem Friedländer. Er ist jedenfalls so vorsichtig, dass man bei ihm eine Radikalität nur in der Zurückhaltung feststellen kann. Er ist also radikal sachlich, radikal kühl, radikal Beamter. Das bedeutet auch, dass er das Jüdische mit seiner öffentlichen, professionellen Position als Museumsdirektor lieber nicht assoziieren will. Schon vor der Nazi-Herrschaft von 1930 an zeigt er das Skrupel. Friedländer steht auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn. Er ist Direktor des Kupferstichkabinetts in Berlin, gleichzeitig auch, wie gesagt, Gemäldegaleriedirektor. Und im Wirtschaftskrisenjahr 1929 lädt ihn Karl Schwarz zur Gründungsversammlung des Jüdischen Museums in Berlin ein. Die beiden Museumsleute kennen sich schon lange, haben einen gemeinsamen Freundeskreis, also ein Netzwerk, würde man heute sagen, Max Liebermann, Max Osborn, Adolf Donat, Adolf Goldschmidt, alles Künstler, Künstler, Kunsthistoriker, Kunstschriftsteller mit jüdischem Hintergrund. Und die nehmen auch alle an der Gründungsversammlung teil und sind auch teilweise im Gründungsausschuss. Nur Friedländer möchte da nicht mitmachen. Er antwortet auf das Schreiben von Karl Schwarz: Ich habe, was meine Person betrifft, Bedenken, muss mir überlegen, ob mich Ihre Aktion den Interessen, die ich pflichtgemäß zu vertreten habe, entgegenwirkt. Der Karl Schwarz hatte nämlich auch noch vorgeschlagen, dass Friedländers Name an der Spitze eines demnächst erscheinenden Aufrufes stehen solle. Da habe ich dann lange überlegt an dieser Stelle, was denn hier eigentlich passiert, was ist denn da los, warum will Friedländer nicht mitmachen? Es ist ein ganz normaler, großer Teil seines professionellen Netzwerkes, Menschen, mit denen er täglich zu tun hat, offiziell, geht zu dieser Versammlung, und er selber wird dadurch in einen Interessenkonflikt gestürzt. Das fand ich seltsam. Und dann sagt er eben noch mit dem Hinweis auf das Pflichtgemäße ab, er sagt als ein pflichttreuer Beamter ab. Und da habe ich gedacht, ja, er ist halt Direktor von zwei Museen und möchte nicht bei der dritten Gründungsversammlung dabei sein. Das macht aber am Ende keinen Sinn, und ich habe das dann eher so gedeutet, dass ich hier die sozusagen heikle Reaktion eines preußischen Beamten sehe, der jüdischer Herkunft ist und das beruflich problematisch ist, und also möchte er, obwohl jeder weiß, dass er Jude ist, nicht mit politischem Judentum in Verbindung treten. Der Interessenkonflikt wirkt ja extrem eben konstruiert. Friedländer hat zu diesem Zeitpunkt seit mehr als 30 Jahren Kontakt zu Händlern, Sammlern, Professoren, Kennern, Kunstliebhabern und Museumsbeamten aller Couleur in seiner Funktion als Beamter der Museen. Zudem ist er auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn, von dem 1 Million Ankaufsfonds habe ich schon berichtet,
Scheint wirklich so, als ob er an der Stelle Angst hat, sozusagen mit einer für ihn ungünstigen Form von Judentum in Verbindung gebracht zu werden. Wir kommen darauf später auch noch zurück. Friedländer schützt sich, er versteckt sich in oder hinter seinem Beruf, hinter seiner sozialen Funktion, hinter dem verbeamteten Direktorenposten. Das macht er immer wieder. So kommt der Titel des Aufsatzes auch zustande, denn über seinen Frenemy Bernhard Berenson, der das für die italienische Renaissance ist, was Friedländer für die altniederländische und altdeutsche Malerei ist, nämlich der absolute Superkenner, über den sagt er schon in ganz jungen Jahren, er sei eigentlich ein Kunsthändler und trage nur die Maske des Schöngeistes. Für Friedländer gilt, dass er eigentlich ein Schöngeist ist, aber oft die Maske des Beamten trägt. Sein ganzes Leben wird er für die meisten Menschen, vor allem auch für seinen Chef Wilhelm von Bode, ein kühler Beamter sein. Dabei brennt er gleichzeitig so stark für die Kunst wie kaum jemand. Immer aber bleibt er korrekt bis zum Überdruss. Man hat ihm sogar von Seiten guter Freunde eine Art seelischer Allergie unterstellt, die dafür sorgt, dass er, kommt man ihm zu nahe, sich abschließt wie die Blätter einer Mimose. Hätte nun das jüdische Leben damals in Deutschland nicht auf so wackeligen Beinen gestanden, lauerte der Antisemitismus nicht überall, hätte Friedländer die Beamtenmaske wohl ziemlich sicher nicht so stark gebraucht. Denn in dem herrschenden Klima sprechen sogar jüdische Deutsche, andere jüdische Deutsche, die Fähigkeit ab, Beamte sein zu können, so der schon erwähnte Walter Rathenau. Natürlich auch als großer Polemiker und ironisch sagte um 1900, Zitat, Juden sind niemals Beamte. Selbst in der unbedeutendsten Stellung sind sie Unternehmer und Geschäftsleute auf eigene Faust. Sie können organisieren und leiten, aber niemals verweilen. Zitat Ende. Zehn Jahre später führt Werner Sombart diese These Rathenaus weiter, ohne sich explizit auf ihn zu beziehen. Die Juden, so Sombart in seinem Buch Die Juden und das Wirtschaftsleben von 1911, haben zwar den modernen Kapitalismus erfunden, ihr abnehmender Einfluss im Wirtschaftsleben sei allerdings damit zu erklären, dass die von dem jüdisch-orientalischen Wüsten- und Wandervolk entwickelten kapitalistischen Unternehmungen sich in bürokratische Verwaltungen transformieren, also von einem hitzig-händlerischen in ein kühl verwaltendes Element, das den protokapitalistischen Juden weniger zugänglich sei. Man hat dann natürlich noch heute bei der Lektüre oder heute stärker als je zuvor den Eindruck, als sei das eben diese ganz komplexe und seltsame Mischung Kaiserreich, Deutschland, die Diskussion um Judentum, um Rasse, um später dann auch Arier. Man kommt immer gar nicht hinterher, die Begriffe wie Rasse und Religion voneinander zu trennen. Wiederum ist das ein eigener Vortrag, den ich zum Glück heute nicht halten muss. Aber die Frankfurter Zeitung schreibt zu Friedländers 60. Geburtstag im Juni 1927 in vollem Bewusstsein dieser Problematik. Sprechen wir es aus, hier hat sich in eminentem Maße ein Charakter vollendet, dem vielleicht die schicksalsschwere Mitgift des Temperaments erspart geblieben oder der das, was er am Temperament besaß, frühzeitig und bewusst seinem Charakter unterordnete. Max J. Friedländer ist Jude, er ist von besonderer Intelligenz und vollberechtigten Ehrgeizes. Welcher wachsamen Beherrschung mag es bedurft haben, unter diesen im wilhelminischen Staate nicht Vorteil bringen? Bedingungen so hoch zu steigen, wie es die Fähigkeiten und Leistungen Friedländers beanspruchen konnten. Es mag ihm nicht nur manchmal nicht leicht gefallen sein. Friedländer hat 1913, 1914 geholfen, Hugo van der Goes Monforte Altar anzukaufen, das damals mit über 1 Million Mark teuerste Bild der westlichen Hemisphäre um 1470 gemalt, genau weiß man das nicht. Er hat auch noch einen zweiten, schon viel früher, einen
ein zweites, fast genauso tolles Hugo van der Boes-Bild nach Berlin mitbringen können, eine Anbetung. Hier sehen wir eine Anbetung der Könige und eine Anbetung der Hirten, war schon 1902 nach der großen Rückenbürger Ausstellung von ihm und Richard Schöner angekauft worden. Er hat grüne Waldzeichnungen besorgt und Tausende, wenn man die Papierarbeiten betrechnet, von guten und sehr guten Werken fürs Museum angekauft, teils eben sogar mit seinem eigenen Ankaufsfonds Geld. Trotzdem stellt er sich immer hinter seinen großen Vorgesetzten Wilhelm Bode. Ganz absichtlich stellt er sich dahin. Und man kann auch sagen, dass er auch nicht vor Bode stehen muss unbedingt, aber daneben hätte er schon stehen dürfen. Sein erstes alleinstehendes Buch, abgesehen von der obligatorischen Doktorarbeit, publiziert Friedländer 1916 in der Ruhe, also kunsthistorischen Ruhe des Ersten Weltkriegs, da war ja sozusagen museumstechnisch nichts los. Friedländer ist zu dem Zeitpunkt 50 Jahre alt, als er sein erstes Buch publiziert. Von Van Eyck bis Bruegel mit dieser altniederländischen Malereiperiode von 1400 bis 1550 definiert er bis heute ein kunsthistorisches Arbeitsfeld, das später seine 14-bändige Malereigeschichte weiter ausbaut. Dass er so spät ein eigenständiges Buch publiziert, weist ihn als skrupulösen Fachmann aus, der einem feuilletonistischen Schnellschuss wenig vertraut. Die populären, ungefähr gleich alten Kunstschriftsteller seiner Zeit, Julius Meyer Gräfe, Richard Muther oder Karl Scheffler, haben da längst schon Hauptwerke publiziert. Allerdings hat auch keiner von ihnen so wichtige, teils bis heute gültige Standardwerke verfasst wie Friedländer. In diesem ersten Buch, das damals dann schon eine ungefähr 20-jährige Erfahrung mit altdeutscher und altniederländischer Malerei bündelt, lernt man den Fachmann nochmal neu kennen, aber vor allem den Poeten Friedländer. Man lernt seine poetische, seine aphoristische Seite kennen. Er geht ja davon aus, dass lange, ausführliche Kunstbeschreibungen den Leser nur ermüden, hingegen kurze, schlaglichtartige Beschreibungen das Werk zugänglicher machen. Ein Beispiel zur Malerei von Gärtnerin Tocinians, bei der Friedländer das Landschaftliche und die Figurenausformung beschreibt. Johannes der Täufer in der Einöde, das Friedländer schon 1902 auch in Brügge oder durch Brügge dann gekauft hat, durch die Brügge-Ausstellung, ist auch immer wieder als sein Lieblingsbild bezeichnet worden. Es hängt bis heute in der Dauerausstellung der Gemäldegalerie. Und so schreibt Friedländer nun über dieses Bild, beziehungsweise erstmal über Gärtgen als Künstler an sich. Was macht ihn aus? Gärtgens Landschaft ist im Mittelgrunde üppig entwickelt. Er erreicht tiefen Illusionen, ohne auf die Aussicht, den Fernblick, den weiten Horizont hin zu disponieren. Die umschließende Vegetation übernimmt die Funktion der Architektur und ist zur Wirkung den Figuren gleichwertig. Die Lyrik Gärtgens liegt zu einem großen Teil im Landschaftlichen. Zur Figur heißt es dann, wie ein Steinplastiker halte Gärtgen die Körpermassen der Figuren zusammen mit reinen und straffen, zuweilen etwas mathematischen Umrissen. Seine Profile sind stumpf, die Augen liegen flach, die Nasen erscheinen kurz, etwas eingewölbt und gestülpt. Der Wirklichkeitssinn des Meisters führt genrehafte und selbst burleske Motive ein und gibt dem Heiligen und Profanen irdische Körperlichkeit. Weit entfernt von Zimperlichkeit und Sentimentalität führt er mit naiver Sachlichkeit den Ausdruck bis zur Grenze des Komischen. Dieses Werk hat dann ja auch in der großen Melancholie-Ausstellung eine Rolle gespielt, viel, viel, viel später in Berlin. Eine eher kulturgeschichtliche, orientierte Ausstellung, die diesem Phänomen der Melancholie eben nachgegangen ist. Und da erkennt man, glaube ich, was Friedländer gemeint hat, dass es eine Art, ja, also es ist fast so ein bisschen eine Karikatur, diese melancholisch dasitzende Heilige. Ich werde auf das
Bild später nochmal zurückkommen, zum Ende des Vortrags. Friedländer, geboren 1867, gestorben 1958, also mit über 90 Jahren, hat viele Epochen des Deutsch-Preußischen, des Jüdischen, des Antisemitischen mitgemacht. Er wird auf den Flügeln der jüdischen Emanzipation nach oben getragen, in die erste Reihe der deutschen Ästheten und Intellektuellen. Er erlebt Antisemitismus, den er zumeist beiseite stellt, erst als er deutlicher, brutaler, massenhaft vernichtend wird. Reflektiert er ihn dann auch. Und dann lässt ihn der Gedanke nicht mehr los. Noch 1846 schreibt er, der Antisemitismus hat das Judentum konserviert. Ich wäre kein Jude mehr, wenn der Antisemitismus nicht gewesen wäre. Um 1930 wird er als jüdischer Bilderschieber, als Teil eines jüdischen Händlerkartells diffamiert, das sich an den deutschen Museen bereichern würde. Ein wirklich einfach dummer, unhaltbarer Vorwurf. Und ich muss sagen, meine Vorbereitung des Vortrags ich habe einfach keine Lust gehabt, da näher drauf einzugehen. In meinem Buch ist das in voller Länge beschrieben, dieser Expertisenstreit, wo es darum geht, dürfen Staatsbeamte des Museums irgendwie Geld annehmen für das Museum von Händlern und dann wiederum Händlern Expertisen, ja, sozusagen schönreden und so weiter und so fort. Das alles ist meinetwegen fraglich, man kann darüber sprechen, aber gehört vor allem zum System Bode. Also ist eine damals absolut gängige Museumspraxis und hat nichts mit irgendwelchen jüdischen Hintergründen zu tun. Es war mir einfach zu blöd, das nochmal auszupacken. Es ist einfach nur faschistische Propaganda und dämlich. Und was dann von 1933 an in Deutschland passiert, ist ja leider ohnehin bekannt. Für Friedländer konkret sah es so aus, dass er, obwohl er einer der angesehensten Museumsleiter weltweit ist, wird er seinen Posten als Direktor räumen. Davon abgesehen, dass er auch schon bald 70 Jahre alt ist, kommt er 33 den Schachzügen der Nationalsozialisten zuvor, die alle jüdischen Deutschen, Stichwort Berufsbeamtengesetz, aus den Beamtenpositionen vertreiben. Er tritt zurück, obwohl er ja auch eigentlich schon 32 die Beamtenaltersgrenze erreicht hatte. Resigniert und in der trüben Hoffnung auf ein Scheitern Hitlers bleibt Friedländer bis 39 in Berlin. Dann geht er durch die Nazis wie alle Juden damals mit dem Vornamen Israel verunglimpft und eines Großteils seines Vermögens beraubt. Reichsfluchtsteuer nennt sich das und Judenvermögensabgabe in die niederländische Immigration. Dort wird er durch starke Niederländer, aber auch durch kunstfreundliche Nazi-Größen geschützt. Immerhin ist die altdeutsche und altniederländische, also die arische Kunst, ja sein Spezialgebiet und die Niederlande werden als arisches Bruderland bezeichnet und relativ schonend behandelt. Trotzdem werden von ungefähr 140.000 jüdischen, in den Niederlanden befindlichen jüdischen Menschen, werden glaube ich 102.000 umgebracht. Also so lustig oder freundlich war es in den Niederlanden dann auch nicht. Dieser, einer der größten deutschen Museumsmänner, wird also erst als jüdisches Objekt diffamiert, das der deutschen Kultur schadet und das Böse ins Museum lockt. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, als Nazi-Kollaborateur verdächtigt. Lynn Nicholas, die Kunsthistorikerin, hat in ihrem Buch The Rape of Europe ihn als Ehrenarier bezeichnet. Sie hat gesagt, er wurde zum Ehrenarier ernannt. Das Problem ist nur, dass es diese Bezeichnung nicht gab, schon gar nicht offiziell. Und dass Friedländer, wie alle jüdischen Bürger Europas in dieser Zeit, die noch in Europa waren, in einer Art Geiselhaft steckte. Und in dieser Funktion oder in dieser Situation hat er dann tatsächlich auch für die Nazis weiter Expertisen, auch jüdischer Sammlungen, also geraubter Sammlungen, durchgeführt. Von Sammlungen, die vorher seine Freunden gehört hatten, also Franz Königs und Goldsticker und so. Also man kann sich das auch als eine ziemlich furchtbare Arbeit
eine sehr grausame Arbeit vorstellen. Was ihn gerettet hat in den Niederlanden, ist eigentlich, dass er so ein fairer, freundlicher Mensch war und die ganzen nicht ganz so großen Kunsthistoriker um ihn herum, wie Eduard Pleatsch oder Hermann Voss oder Hans Posse, die dann unter den Nazis große Positionen eingenommen haben. Also Hermann Voss war dann zum Beispiel später der Sonderbeauftragte des Führermuseums, des geplanten in Linz. Und diese Leute haben Fried dann da so wertgeschätzt als Fachmann, wohl auch als Menschen, dass sie ihn einfach geschützt haben. Göring hat offenbar auch irgendwo eine Notiz hinterlassen, der Jude Friedländer soll nicht angefasst werden oder irgend so etwas in der Art. Und ja, das ist der Grund dafür, dass Friedländer dann mit dem gelben Stern am Revers in den Niederlanden überlebt. Im Übrigen bin ich ein milder Richter über ängstliche Handlungen unter dem Terror. Keines der 10 Gebote fordert, dass man ein Held sein solle. Das schreibt Friedländer 1948 an seinen Freund Julius Held in den USA. Wenn man mich fragen würde, hat Friedländer in seinem Leben einen Fehler gemacht, dann würde ich sagen, er hat einen ganz großen gemacht. Und zwar ist er nicht in die USA ausgewandert, wie seine Schwestern, oder nach England, wie sein Bruder, sondern eben in die Niederlande, wo er in dem Zugriffsbereich der Nazis geblieben ist. Ich glaube, wenn Friedländer in die USA gegangen wäre, dann hätte man ihm dort einen Lehrstuhl nach ihm benannt worden oder einen Museumstrakt oder ein ganzes Museum oder irgendwas in der Richtung. 1953, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, wird er Deutschland nie mehr besuchen, stirbt 1958. Er ist größtenteils vergessen, nur in Fachkreisen geehrt. Erst den Berliner Mäzen Christoph Müller, kurz nachdem er auch 200 niederländische Grafiken hier ins Wallraff geschenkt hat, 2012 unter dem Titel Artisten Berlin hier ausgestellt, das sollte ich unbedingt noch erwähnen, gelingt es, Friedländer ein bisschen aus dem Dunkel der zweiten Reihe zu ziehen. Und Christoph Müller war es dann auch, der die von mir verfasste Biografie gefördert hat. Er hat auch dafür gesagt, dass der Studiensaal des Kupferstichkabinetts in Berlin 2014 zum Max J. Friedländer Studiensaal umbenannt worden ist. Wenn man bedenkt, dass nach seinem Vorgesetzten ein ganzes Museum benannt ist, das Bode-Museum, scheint das eine wichtige und schöne, aber auch eine kleine Ehre zu sein. Trösten kann man sich damit, dass man sich Friedländer in der Gemäldegalerie anschauen kann. Erst einmal hier in der Büste von Georg Kolbe. Im Vordergrund ist übrigens Dagmar Korbacher, die heute die Direktorin des Kabinetts ist. Hier nochmal die Büste von Kolbe von 1927, eine Bronze. Und man kann sich natürlich Friedländer auch über Bande gespielt in der Gemäldegalerie immer jeden Tag anschauen, denn in der Dauerausstellung hängt sein geliebtes Johannes-Bild, das er dann in seinem allerletzten Buch, und damit schließe ich den Vortrag, 1947 so beschreibt. Die Aufgabe, die in der Berliner Johannestafel gestellt war, eine einzelne Figur im Grünen, ein Thema, das körperliche Ruhe bei tiefem seelischen Ausdruck gestattete und erforderte, somit ein Thema, das dem Holländer Gerd Genning willkommen war, ist glücklich gelöst. Das Gefilde ist hier nicht kunsthaft gebaute Bühne, vielmehr als Träger des Bildgehaltes gleichwertig mit der Gestalt des Täufers und in sinnvollem Gegensatze zu ihr. Man wird geneigt zu deklamieren, die Welt ist vollkommen überall, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual. In Form und Farbe stehen sich gegenüber und ergänzen sich der Heilige, versunken in Gedanken und Sorgen, in Dreiecksformen, kühlbraunen und graublauen Gewande, sitzend, nicht thronend, einerseits und warmer, weicher, heiter, prackender Wiesenhang, andererseits. Der alte Zwiespalt zwischen dem Menschen und seiner Umwelt ist hier, wie sonst nirgends im 15. Jahrhundert, sinnvoll und dramatisch genutzt. Das Ganze von einem Blickpunkt erfasst, das Gelände steigt sanft an, ist im Mittelgrunde nach hinten abgeschlossen, ein wenig von oben erblickt und auch auf den Täufer scheint der Blick ein wenig von oben zu fallen. Die
Zickzacklinie eines Baches am linken Bildrand zieht das Auge ohne Gewaltsamkeit in den tiefen Raum. Die Welt ist vollkommen, überall dort, wo der Mensch ohne seine Qual, wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual. Dieser fehlende Satz als Kommentar zu diesem Bild gedacht, bleibt bei mir haften und nach all der Beschäftigung und all den Jahren muss ich immer noch ein bisschen grübeln und ich weiß immer noch nicht genau, wo diese friedländische Qual eigentlich herkam, womit er sich in seinem Leben so gequält hat oder warum er so zurückhaltend war. Aber man kann mit ganz großer Sicherheit sagen, dass die Situation eines jüdischen Preußen dazu beigetragen hat. Vielen Dank.